Padasana ist die verschränkte Stellung. Es gibt mehrere Asanas mit diesem Namen. Fabian zeigt zwei davon. Zunächst ist Padasana eine andere Bezeichnung für Padapadmasana, die gebundene Lotusstellung. Vom Lotus ausgehend fasse von hinten um die Füße und so bist du in der Padasana-Stellung. Manchmal gilt auch als Padasana-Stellung, wenn du dich von hier nach vorne beugst, dann bist du in Yoga Mudrasana und hier hast du eigentlich den ganzen Körper verschränkt. Manchmal wird das auch genannt als Purana Padasana, die vollständig verschränkte Stellung. Eine weitere Stellung, die man als Padasana bezeichnen kann, ist eine relativ einfache. Du kreuzt die Beine ähnlich wie im Sukhasana und dann gibst du die Unterarme zwischen Unterschenkel und Oberschenkel hindurch und faltest die Hände. Damit bist du natürlich nicht besonders gerade, aber diese Stellung kann manchmal helfen, wenn du längere Zeit sitzen musst und die Knie wehtun, dann kannst du auf diese Weise die Knie etwas entlasten. Bei Yoga Vidya legen wir gerne Kissen unter die Knie, wenn die Knie wehtun, aber im alten Indien gab es keine Kissen, mindestens nicht für den Normal-Yogi. Und so konnte man zwischen zwei Meditationssitzungen die Knie so unterstützen und so eine Weile entspannen. Es gibt sogar einige Darstellungen von indischen Heiligen, die in dieser Stellung sich hingesetzt haben. Vermutlich ist es für manche Menschen auch angenehm, längere Zeit so zu sitzen, gerade wenn es auch keine Stühle gibt. Von unserem heutigen Standpunkt aus würden wir sagen, der Rücken sollte gerade gehalten werden, aber dafür gibt es ja jede Menge anderer Stellungen.